Schön, dass wir euch wieder auf unseren Kanal locken konnten, mit was auch immer, ob es jetzt die Überschrift war oder vielleicht, weil ihr immer neugierig seid, was wir euch wieder Neues zeigen. Wir haben eine neue kleine Deko für unser Esszimmer gezaubert und wenn es euch interessiert, wie wir das gemacht haben, dann bleibt dran und schaut ein paar Minuten zu und wir zeigen euch, wie es gemacht wird. Ich habe im Internet so einen tollen Flügel gefunden, also eine Latexform für einen Flügel und den habe ich mir dann einfach mit Keramik gegossen. Also ihr könnt ihn jetzt mit Gips füllen, mit Beton füllen. Weil ich das für innen haben wollte, möchte ich das wieder mit Keramik-Gießmasse. Was hast du da gemacht? Da habe ich mir jetzt einen Eimer, weil das ist ja nur auch ein bisschen groß. Aber es ist halt noch so die Größe, dass man keine Stützform dafür braucht. Außerdem ist diese Latexform hier richtig dick und so weit stabil, dass sich das nicht verformt, wenn man da was reingießt. Angerührt habe ich mir jetzt hier wieder Artelin Reliefgießmasse, also so eine Keramikgießmasse. Und damit wird das Teil einfach gefüllt. Dann muss es aushärten und schon ist ein Teil davon fertig. Man braucht ja zwei Flügel, muss man dann also zweimal gießen. Nach einer Stunde ungefähr, ihr könnt es auch länger drin lassen, habt ihr dann die erste Flügelseite schon fertig, aber man will ja immer zwei Flügelpaare haben, also muss ich es jetzt noch ein zweites Mal gießen. Ich habe jetzt den zweiten Flügel fertig und jetzt könnte man das so schon als Deko lassen. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das so hinstellen. Ich habe mir aber gedacht, ich möchte gerne noch so eine Krone hier zwischensetzen und werde mir jetzt nochmal einen Behälter suchen. Den man da nehmen kann für. Hab mir gedacht, ich setze mir meine Flügelchen hier so rein und positioniere mir die Krone und gieße das dann einfach. Als Unterlage, das, ja. Das verbindet sich ja alles. Eine kleine Unterlage, damit die Krone einigermaßen gut steht. Kommt da was drunter und so wird es dann jetzt als ein Teil gegossen. Ich habe mir dann wieder Keramikgießmasse angerührt und dann wird es eingefüllt, so weit, dass überall die Füße von den Flügeln eben bedeckt sind. Da sind ja solche Füße halt dran. Und dass die Krone mit eingegossen ist. Was so ein richtiger Betonierer ist. Der betoniert alles. Und das ist jetzt Vintage oder was? Ja, Vintage-Flügelchen ist Vintage und wenn man das dann noch ein bisschen weiter gestaltet, hoffe ich, dass es Vintage-mäßig aussieht nachher. Aber schon alleine die Flügel und die Krone kann man schon so einordnen in Vintage. Nach circa einer Stunde ist das letzte Gegossene jetzt dann auch fertig. Das sieht edel aus. Also ich finde es cool. Ihr könnt ja hier auch ein Herz reinmachen oder lasst euch was einfallen, eine Rose reinsetzen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Oder ihr macht halt nur die beiden Flügel, dass man sie als ein Stück hinstellen kann. Ihr könnt sie auch einzeln hinstellen. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Varianten. Und jetzt kann man noch weiter gestalten. Ihr könnt jetzt noch mit Farbe rangehen. Ihr könnt noch Rost dran machen. Ihr könnt shabby Farben, schwarz-grau dran machen. Oder ihr vergoldet die ganze Sache noch ein bisschen. Ich habe dann jetzt hier drei verschiedene Metallpulverpigmente. Ich habe jetzt Gold, Silber und Bronze. Und die sind eigentlich da, um Kerzen zu bronzieren. Das nennt man Bronzieren, auch wenn man es mit Gold oder Silber macht. Das ist ein ganz feines Puder, ganz tolles Gold. Und wenn man damit jetzt über erhabene Stellen drüber wischt, also bloß den Finger so ein bisschen rein und über erhabene Stellen rüber geht, dann hat man dieses Pulver auf den Gegenstand übertragen. Das nennt man Bronzieren beim Kerzengießen und so. Und das kann man natürlich auch hier verwenden. Man kann alles bronzieren, was man möchte. Man muss dann hinterher halt nur noch einen Lack drüber ziehen, dass das Pulver eben fest dran bleibt an dem Gegenstand. Sonst ist es halt bloß ein Pulver, was man draufgerieben hat. Und das würde sich bei Benutzung dann halt eben wieder ganz abreiben vielleicht nicht, aber teilweise abreiben schon. Ich würde sagen,
dann lässt man die ganze Sache noch richtig schön durchtrocknen. Also wir haben ja jetzt bloß eine Stunde gewartet, bis das fest wird. Fest ist es natürlich ruckzuck, aber deswegen heißt es noch nicht, dass die ganze Feuchtigkeit raus ist. Dann lässt man das noch einen Tag stehen, würde ich sagen, wenigstens einen Tag stehen lassen, damit es noch schön durchtrocknen kann. Und dann könnt ihr so eine Wetterschutzimprägnierung drauf machen. Dann ist das alles, was man drauf gemalt hat oder eben bronziert hat jetzt, ist dann fest, abriebgeschützt, wettergeschützt. Dann kann da nichts mehr mit passieren. Dann könnt ihr so ein Teil auch draußen hinstellen, auf Terrasse oder von mir aus auch, manche stellen sowas auch gerne auf ein Grab mit Flügeln und sowas. Ist jedem selber überlassen. Ich möchte es als Deko für mein Esszimmer haben. Und der Wetterschutzlack, der ist, matt. Also da verändert sich jetzt nichts mehr an der Farbe oder an der Struktur, am Glanz oder sonst was. Das bleibt matt, wenn ihr solche Wetterschutzimprägnierung nehmt. Und wenn ihr einen Glanzlack drüber macht, dann wird die ganze Sache natürlich glänzend. Das ist euch überlassen. Ich mache jetzt so eine Wetterschutzimprägnierung noch drauf. Das wird einfach bis drauf gepinselt. Und jetzt ist das dann völlig imprägniert, fertig, kann irgendwo als Deko hingestellt werden. Wie gesagt, bei mir kommt es auf den Esstisch oder bei mir auf der Anrichte, mal sehen, wo ich Platz finde. Unten drunter kommen natürlich noch diese Filzgleiter, damit man sich nichts kaputt macht, aber bei Keramik ist es gar nicht so wild. Ich kann es euch nochmal von hinten zeigen, das hatte ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also probiert es mal aus, die Flügel sind edel, solche Krone ist immer was Schönes irgendwo zu haben als Deko. Probiert es aus, in dem Sinne, bleibt neugierig, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.